Herzlich willkommen zu meinem sechsten Video zur Reihe Fotos verbessern mit GIMP. Und jetzt geht es um Texte einfügen. Um einen Text einfügen zu können, brauche ich erst einmal ein Foto, das habe ich hier schon eingefügt. Und dann gibt es hier mehrere Werkzeuge. Und das Werkzeug, das wir hier benötigen, ist hier das Textwerkzeug. Und hier bei den Werkzeugeinstellungen geht es darum, entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Bei der Schriftgröße ist bei GIMP normalerweise standardmäßig eine kleine Schriftart eingestellt, so wie 18 zum Beispiel. Ich versuche jetzt einmal eine größere Schrift dazu zu verwenden, zum Beispiel das mal aus 200. Dann geht es darum, eine entsprechende Schriftart zu wählen. Suchen wir uns etwas aus. Müsste mal schauen, wie gut lesbar das Ganze dann überhaupt ist. Nehmen wir mal die hier. Und dann geht es darum, eine entsprechende Farbe zu wählen. Ich klicke jetzt hier rein und dann gibt es hier die Farbpipette. Und da nimmt man dann genau an der Stelle, wo eben man diese Pipette ansetzt, die Farbe auf. Wenn ich jetzt hier etwas aus dem Meer nehmen würde und ich würde aber ins Meer was hineinschreiben wollen, würde ich wahrscheinlich nicht allzu viel dann sehen. Nehmen wir mal da von dem Schild hier etwas. Klicke auf OK. Ich habe jetzt eine andere Vordergrundfarbe mir gewählt. Und, oder nein, mir gefällt vielleicht das Gelb hier recht gut. Gehen wir wieder hierher zur Pipette. Das wird hier übernommen. Und diesem Textwerkzeug ziehe ich jetzt hier eine Textfeld auf. Und schreibe jetzt hier hinein, Verkehrstafel in Irland. Das Text ist etwas klein geraten, nämlich für den Text, den ich hier geholt habe. Verkehrstafel in Irland. Schiebt das hier, passt das hier an. Habe das dementsprechend hier festgelegt. Hier im Ebenenbereich hier kann ich sehen, dass ich hier durch den Text eine eigene Ebene eingefügt bekommen habe. Wenn ich jetzt hier gehe, kann ich jetzt hier wiederum die Grafik, das Foto bearbeiten und hier könnte ich dann zum Beispiel dann auch den entsprechenden Text dann bearbeiten. Also wenn ich runter später, dann möchte ich dann den Text verändern und versuche hier hineinzuklicken. Und er geht dann doch nicht automatisch hier in diese Ebene hinein, dann kannst du das dann dementsprechend so machen. Ja, hier haben wir das recht schön gestaltet. Jetzt könnte man das Ganze dann noch zuschneiden. Ich habe hier aus den vorgehenden Videos noch den goldenen Schnitt aktiviert, nehme das jetzt weg und klicke auf OK und könnte dann dementsprechend hier dann dieses Bild dann auch zuschneiden. Gut, hier hast du also gelernt, wie man einen Text einfügen kann, wie man die Schriftgröße verändern kann, wie man die Farbe verändern kann und wie man auch natürlich dann die Schriftart verändern kann. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Bis zum nächsten Video.